Wolfsverkauf. Chaos. So, das kann man abgeben. Aber erstmal hier The Missing. Dazu muss ich hier entlang, glaube ich, oder? War Weapon Engine. Ah, War Weapon sagt mir, ich soll da lang gehen. Da kann ich was annehmen, aber ich gebe es erstmal hier ab. Darf ich den Bogen behalten? Es wäre geil. Spider Shell. Kann ich... Oh, okay, das ist nur zum Verkaufen da. Das mache ich dahin. Da mache ich alles hin, was man einfach nur verkaufen kann. Sell them to a merchant and get money. Du bist Verarmer. Und du? Weapon, Armor und sonst was. Und du bist dieser Special Bogen. Ich komme. Ich würde gerne gegen ihn kämpfen, aber nee. Was klatscht die so? Und jetzt heult sie wieder. Fleetfoot. Okay. Was auch immer ich jetzt machen soll. Ich soll dahin. Eliminate Fleetfoot. Was bist denn du für einer? Darf ich den Bogen noch ausrüsten? Natürlich nicht. Ich habe jetzt wieder über ein Gold. Friendside Grey Wolf. Oh oh. Also ich konnte ihn besiegen, aber ich muss Fleetfoot besiegen. Es ist wohl ein ziemlich starker Bossgegner. Zigarette Lesbian. Okay. Ich darf ihm nicht helfen, glaube ich. Ich bin sowieso noch nicht bereit für den. See you. Fürs Erste gehe ich dahin. Gucke ich jetzt richtig? Ja, ich gucke sogar genau richtig. Ich wusste, dass er mich angreifen würde. Muss mich hier unfreiwillig leveln. Musst du beim Kämpfen heulen? Das hast du davon. That's what you get. Was ist das? Novice Woundrick. Ah ja, den musste ich der doch geben. Wound Healing Potion. Sollte ich irgendwie geben. So einer in der Stadt. Kann man schon. Ich kann nicht gewinnen. Nicht gegen die beiden. Nicht gegen die beiden. Ich kann nur verlieren. Uah. Lasst mich bloß in Ruhe. Oh nein. Du bist Level 11. Kann ich dich überhaupt besiegen? Moment, du bist doch einer der Bäume. Ich kenne also deine Angrifftechnik und somit bist du mehr als leicht.
Du kannst mir überhaupt nichts. Ich werde dich besiegen. Also er kann mir schon was. Das musste ich soeben erkennen. Ich muss neidlos anerkennen, dieser Baum war gut. Aber ich habe ihn trotzdem besiegt, weil mein Skill bei diesen Bäumen gut ist. Yeah. Das Spiel macht so einen Fun, weil man einfach hier seinen Skill einfach aufarbeiten muss. Man kann dieses Spiel nicht ohne Skill schaffen. Das geht nicht, nein. Und das ist so das Schöne. Das ist das Schöne an diesem Spiel. Dass man einfach Skill haben muss. Weil man ansonsten hier total im Arsch ist. Sollte man dich besiegen? Ich versuch's lieber nicht. Nicht, weil ich es nicht könnte, sondern weil ich das Gefühl habe, dass du nicht zum Besiegen gedacht bist. Jump. Huh. Sieht aber schön aus. Linguist Mirror. Dididim. Wie sieht denn das aus? Ich glaube nicht, dass ich hier schon hingehöre. Ich drehe mich jetzt zur Stadt, genau da, und da laufe ich jetzt irgendwie hin. N. Das müsst ihr jetzt mal kurz akzeptieren. So. Es wird interessant. Jetzt kann ich eigentlich mal eben was gucken. Game Options, Video. Moment. Wenn ich hier in die Richtung gucke. Okay, das geht nicht, weil der ja auch so dumm läuft manchmal. M. Und jetzt R. Lauf du mal. So. System, Game Options, Video auf Text. Auf High. So, das sieht jetzt einfach noch mal besser aus. Und das schafft mein PC auch locker, von daher. Außer halt die Schatten. Mein PC konnte Schatten noch nie gut. Noch nie. Ist mir aber nie so ganz aufgefallen. Was ist das? Otten. Und das ist wohl wieder so ein Dungeon, in dem wir später müssen. Eine Closed Beta macht so viel Spaß. Kein Online-Spiel hat mir, glaube ich, jemals so viel Spaß bereitet. Was ist denn die Nummer 6? Recall Stone of the Novice. Teleport to the Designate Inn. Oh, sehr schön. Habe ich den Stein für immer? Bitte. Endlich wieder eine schöne Stimmung hier. Dip, 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 dip. Und so, ne? Ich muss da nach oben, glaube ich. Also, let's go. Aber du warst nicht gemeint, oder? Nein. Das war auch nicht gemeint. Hä? Was denn dann? Kann man da jetzt etwa...